Hallo und schön, dass du da bist zu meinem neuen Video. Heute kochen wir ein veganes Weihnachtsmenü. Ja, sagen wir mal lieber Weihnachtsessen. Und zwar mit Rezepten von Bianca Zapka. Ich hoffe, man spricht so aus. Mir sind Rezepte online von ihr echt schon oft über den Weg gelaufen. Die hat ja wirklich eine wahnsinnige Auswahl an veganen Rezepten. Ich vermute, du hast auch schon mal was von ihr gehört, gesehen. Und deshalb habe ich mir heute ein paar Rezepte von ihr rausgesucht und werde die jetzt machen. Und vielleicht ist es tatsächlich eine Alternative, vegan zu essen an Weihnachten. Letztes Jahr habe ich ja auch mein vegetarisches Weihnachtsmenü hier euch gezeigt. Und ich bin immer noch so davon überzeugt, dass es echt so gut ist, dass ich dieses Jahr echt einfach kein neues machen wollte. Fleisch ist für mich dieses Jahr nicht so eine Option gewesen. Vielleicht ist es euch hier auf meinem Kanal auch schon aufgefallen. Es wird mehr und mehr vegetarisch. Ich esse Fleisch, aber halt wenig. Und ich finde es aber interessant, gerade sowas wie einen Weihnachtsbraten auch vegetarisch bzw. vegan zu gestalten, um weg von diesem Klischee zu kommen, dass Fleisch zu so einem festlichen Anlass sein muss. Deswegen heute wirklich komplett vegan. Ich bin echt gespannt. Ich habe, wie gesagt, Rezepte rausgesucht. Es gibt einen veganen Linsenbraten. Es gibt Semmelknödel und Soße und noch eine kleine Nachspeise. Ich glaube, ich habe noch kein Rezept von ihr gemacht. Das ist jetzt auch alles ein bisschen aufwendiger. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, wie es denn wird und vor allem, wie es schmeckt. Ja, und ich würde sagen, wir legen los. Los geht's mit dem Braten. Als erstes werden jetzt die Linsen gekocht. Dann wird Zwiebel und Knoblauch in der Pfanne angebraten. Und dann werden noch Haferflocken, Leinsamen, Nüsse, Sonnenblumenkerne gemahlen in einem Mixer. Und dann werden Karotten und Zwiebeln fein gehackt bzw. eigentlich gerieben. Und wenn die Linsen gar sind, werden die zusammen mit Kidneybohnen auch noch grob püriert. So, und jetzt haben wir die ganze Mischung hier. Hier sind jetzt drin Zwiebel, Knoblauch, dann die Haferflocken und Nüsse und so weiter, die Kidneybohnen und Linsen, außerdem Zwiebel und Karotte. Jetzt wird es noch gewürzt mit allerlei Dingen. Ich fange mal mit der Petersilie an, weil ich habe hier gehackte, gefrorene Petersilie und die muss jetzt nicht unbedingt auftauen. Geben wir einfach was dazu. Wie viel soll das sein? 2 Esslöffel. Gut. Das waren 2 Esslöffel. Schnell wieder in den Gefrierschrank. So, dann geht's weiter. 1 Esslöffel Thymian und Rosmarin. Ganz schön gewürzig. Ich zerreibe die immer noch so ein bisschen mit den Fingern, weil dann ja, wird es kleiner und Geschmack noch mehr freigesetzt. Rosmarin. Das ist noch der übrigens vom letzten Jahr. Der von diesem Jahr. Der trocknet noch hier. So, und dann noch 2 Esslöffel Tomatenmark. Dann 1 Teelöffel Paprikapulver. 1 Teelöffel Senf. Und Salz, Pfeffer nach Geschmack. Ach so, ja, und Sojasauce, 2 Esslöffel. Ich finde den Senflöffel ablecken. Irgendwie nicht geil und irgendwie schon. Und Salz. Ofen muss eingeschaltet werden und später kommt noch Cranberry Chutney drauf. Und dann wird jetzt durchgerührt. Wilde Mischung. Das kommt jetzt in eine Kastenform und kurz bevor es fertig ist, kommt eine Preiselberg-Ketchup-Mischung drauf. Jetzt werden die Knödel zusammen vermengt. Ich habe hier Knödelbrot, Petersilie und Salz drinnen. Und hier habe ich eingebratene Zwiebel und lauwarme Milch. Ich schütte die Milch immer schon gleich rein. Dann ist die Energie von der Pfanne noch gut genutzt. Misch mal jetzt alles mal. Ich bin echt gespannt, wie es wird, vor allem ohne Ei. Wie gut die dann halten. Da bin ich echt sehr neugierig. Ich rühre hier gerade diese Ketchup-Soße an. Sorry, aber wie kommt man denn drauf, Ketchup und Preiselbeeren zu mischen? Das finde ich gerade schon komisch. Ich will einmal probieren. Ganz vorsichtig. Also irgendwas sagt nee und irgendwas sagt, komm, ist auch nur eine Zuckersoße mit Marmelade. Also,
keine Ahnung, ich schmiere das jetzt mal auf den Braten und dann ist er auch bald fertig. Und ich bin so gespannt, wie es schmeckt. Knödel sind schon fertig. Und die Soße ist auch in Arbeit. Die ist auch ganz einfach. Da ist Champignons, Zwiebel, Karotte, Knoblauch drin. Das wird angebraten. Dann kommt Tomatenmark dazu, ein bisschen Mehl. Das wird dann auch noch mal ein bisschen gebraten und anschließend mit Rotwein abgelöscht. Dann kommt noch Sojasauce und Balsamico dazu, das noch ein bisschen mit einköcheln lassen. Dann kommt Senf dazu. Dann wird das Ganze mit Brühe aufgegossen und köcheln lassen. Dazu noch ein bisschen Salz und Pfeffer. Das Ganze noch köcheln lassen und am Schluss noch pürieren. Finde ich auch schön, dann ist alles noch drin und nichts wird rausgesiebt. Endlich! Probierzeit! Ich habe gerade noch die Fotos gemacht hier und bin echt gespannt. Es riecht auf jeden Fall sehr gut. Ich will einfach nur probieren. Die Soße hat eine sehr, sehr schöne Konsistenz. Im Braten finde ich so an sich auch ganz schön. Die Knödel sind auch okay. Cool zu sehen, dass es auch wirklich ganz basic nur mit Milch funktioniert. Also in dem Fall Hafer oder Sojamilch oder so. Ich fange dann auch mal gleich mit den Knödeln an. Also innen Konsistenz ist schon mal optisch schön. Die Soße, da Champignons drin sind, hat man gleich Flashbacks an Semmelknödel mit irgendwie Rahmschwammerl. Aber passt natürlich sehr gut zusammen. Dann zu der Soße gleich mal fließender Übergang. Mich irritiert dieser Balsamico da drin. Klar, das hat dann so ein bisschen was von Sauerbraten. Ich bräuchte es jetzt nicht unbedingt. Die Soße an sich gut. Aber das Säuerliche könnte man weglassen. Ist das im Grunde, sind es die Steps von einer ganz klassischen Soße. Ich mag es gerne, wenn auch ein bisschen Sellerie noch dabei ist. Die Champignons, den Geschmack muss man halt auch mögen, weil der ist ja auch bei diesem Braten mit drin. Wenn man Champignons überhaupt nicht mag, ist natürlich schlecht. Und basic sind die natürlich auch nicht wirklich in der Soße. Aber es passt gut. Also gerade zum jetzt in der Kombination mit dem Knödel schon gut. Dann der Braten. Und der hat jetzt schon ein bisschen gebraucht, weil bis Linsen und alles gekocht sind. Dann im Ofen, dann noch die Glasur drauf schmieren, dann wieder in den Ofen. Und dann muss er auch noch ein bisschen stehen bleiben, sonst zerfällt er. Also nochmal 20 Minuten auskühlen. Es zieht sich dann schon, ehrlich gesagt. Der Rest, also Soße und Knödel, waren echt super schnell fertig. Der Braten dauert halt ein bisschen. Aber ich probiere jetzt gleich mal mit Preiselbeer-Ketchup-Soße und ohne die Bratensoße dazu. Also die Kombination mit dem Süßen, also mit der Preiselbeer-Geschichte, schon sehr lecker. Ich glaube, meine Linsen waren noch ein bisschen al dente. Und die kann man für das, glaube ich, wirklich schon sehr durchkochen. Also das hat schon Struktur und Konsistenz, aber es ist schon echt gut. Und auch gesund. Also was da an Ballaststoffen drin ist, halt auch. Und jetzt mit Soße. Schon ganz lecker. Ist halt nicht so ein 1:1 Fleischersatz, der auch wie wirkliches Fleisch schmecken soll und die Struktur ist auch anders, aber schon eine gute Idee. Und da ist ja auch gar kein Tofu oder Seitan oder irgendwas drin, sondern wirklich nur Linse und Bohnen und Gemüse. Und das finde ich auch schön. Ihr wisst, ich bin ja nicht so unbedingt der ganz große Freund von so wirklichen Fleischersatzprodukten. Natürlich ist es auch in irgendeinem Sinne Fleischersatz. Schön. Finde ich gut. Und wie gesagt, super gesund. Ich esse jetzt mal noch ein bisschen weiter, unbeobachtet, ohne Kamera. Und mal schauen, wie dann mein endgültiges Fazit ist. Und dann probieren wir noch die Nachspeise, die Zimtsterne. Wobei ich gestehen muss, da habe ich schon einen genascht. Aber wir sehen uns gleich wieder. Ich esse jetzt erstmal. So, es war sehr lecker. Aber man braucht schon auch viel Soße, weil der Braten war jetzt schon relativ trocken auch. Genau, ich würde euch, wenn ihr den nachmacht, auf jeden Fall empfehlen, die Linsen wirklich genug zu kochen. Aber mit viel Soße, und es ist ja eigentlich relativ viel Soße jetzt auch geworden, ist es absolut okay. Was ich auch schön finde, sind die verschiedenen Konsistenzen da drin. Durch die Nüsse und Leinsamen, die auch drin sind, das fällt schon auch auf. Und mit der Säure, mit der Soße, muss ich jetzt im Nachhinein sagen, mit der süßen Preiselbeerkruste, und ich habe jetzt auch noch ein bisschen Preiselbeer so dazu gegessen, passt das echt wirklich gut. Das Süß-Saure da, die Kombination ist doch ganz gut. Ich bin, glaube ich,
in der Kombination doch Fan von so einem kleinen bisschen Balsamico in der Soße. Okay, aber jetzt kommen wir zur Nachspeise. Das sind meine Zimtsterne hier. Und wie gesagt, ich habe ja schon genascht. Die meisten sind nicht ganz so schön geworden. Ich habe auch nur so einen ganz kleinen Ausstecher. Und da die Nüsse noch so relativ grob waren, blieb da natürlich am Rand irgendwie mehr hängen. Und es waren nicht so korrekte Kanten. Aber hier, die auf dem Teller sind, schon ganz schön und akzeptabel geworden. Oder? Ich habe die jetzt auch nicht ganz so dünn gemacht, was aber auch ganz gut war. Geschmacklich, Nüsse, Zimt, super gut. Hast du schon gewonnen mit Zimtsterne? Das ist auch wieder erstaunlich, wie wenig Zutaten hier drin sind. Wie bei den Semmelknödel eigentlich auch. Und die halten super. Ich habe sie jetzt ein bisschen länger im Ofen gehabt, weil ich hatte so Angst, dass sie dann zerbrechen. Aber ich glaube, so lange hätten sie auch gar nicht gebraucht. Und die Masse obendrauf ist halt auch nicht, wie es bei Zimtsternen eigentlich ist, so eine fluffigere. Ich glaube, da ist ja so eine Art Baiser, also Eiweiß. Und hier ist halt wirklich so ein klassischer Zuckerguss. Und es macht geschmacklich auch was. Aber ich finde es gar nicht so schlecht und verkehrt. Dieses Säuerliche von der Zitrone, von dem Zuckerguss, ist ganz gut. Es war sehr knackig. Ich finde sie an sich schon sehr süß. Also von mir aus könnte man auch ein bisschen weniger Zucker reintun. Aber ansonsten ist es echt auch ein schönes Rezept. Eine tolle vegane Alternative mit wenig Zutaten. Schmeckt auf jeden Fall. Ich hoffe, dir hat das Video wieder gefallen und Spaß gemacht. Abonnier gerne meinen Kanal, falls du das noch nicht gemacht hast. Und like das Video, wenn es dir gefallen hat. Mir hat es auf jeden Fall wieder sehr Spaß gemacht, sowas zu testen. Gerade so Weihnachten, vegan, wie am Anfang schon gesagt. Habt eine schöne Weihnachtszeit und wir sehen uns nächste Woche. Schau dir hier noch gerne meine Weihnachtsplaylist an. Da sind auch ein paar Geschenkideen und Tipps, auch Last Minute. Da ist mein letztes Video und da kannst du meinen Kanal abonnieren. Also bis bald. Ciao.